Hallo zusammen und willkommen. Apfelessig wird aus Apfelwein gewonnen und wird als Lebensmittel aufgrund seines Geschmacks vor allem als Würzmittel eingesetzt. Aber auch in der Naturheilkunde gilt dieser Obstessig als wahres Wundermittel. So ist er ein unverzichtbarer Helfer bei Diabetes und greift bei einem hohen Cholesterinwert regulierend ein. Darüber hinaus aktiviert Apfelessig die Verdauung und unterstützt beim Abnehmen. Aufgrund der vielen gesundheitsfördernden Eigenschaften finden sich immer mehr Einsatzgebiete. 10 davon möchten wir euch heute vorstellen. Viel Spaß! Nummer 1. Apfelessig fördert einen Gewichtsverlust. Da Apfelessig die Bildung der Verdauungssäfte anregt, trägt er zur Gewichtsreduzierung bei. Hierdurch wird die Verdauung gefördert und Schlacken und Gifte schneller und besser aus dem Körper abtransportiert. Gleichzeitig reguliert er den Blutzuckerspiegel und verhindert auf diese Weise Heißhungerattacken. Zur Anwendung mischst du einen Teelöffel Apfelessig mit einem Glas warmem Wasser. Nummer 2. Apfelessig wirkt gegen Halsschmerzen. Da Apfelessig stark antibakterielle Eigenschaften besitzt, begünstigt dieser den Rückgang von Schwellungen und Schmerzen im Hals. Am besten wirkt Apfelessig bei Halsschmerzen, wenn er lauwarm und verdünnt mit etwas Wasser mehrmals täglich eingenommen wird. Nummer 3. Apfelessig wirkt gegen Schluckauf. Schluckauf entsteht durch eine unwillkürliche, schnelle Kontraktion des Zwerchfells, wobei sie die Stimmritze verschließt. Zur Lösung dieses Problems kannst du einfach einen Teelöffel Apfelessig in einem Glas mit Wasser vermischen, diese Mischung langsam trinken und schlucken, bis der Schluckauf aufhört. Nummer 4. Apfelessig hilft bei einer verstopften Nase. Apfelessig hilft, den Schleim in der Nase zu verdünnen und die Nase zu befreien. Er enthält viele verschiedene Vitamine wie zum Beispiel B1, B2 und E und ist reich an Magnesium sowie Kalium, welche antibakteriell wirken und das Immunsystem stärken. Für die Anwendung nimmst du einen Teelöffel Apfelessig und vermischst diesen in einem Glas Wasser. Die Mischung kannst du zweimal täglich für etwa eine Woche trinken. Nummer 5. Apfelessig hilft bei Sodbrennen. Apfelessig enthält natürliche Säuren, die bei Einnahme durch die Speiseröhre in die Magengegend gelangen. Die Säure des Apfelessigs enthält Minerale, die einer Übersäuerung vorbeugen. Darüber hinaus regt Apfelessig die Funktion des Schließmuskels unterhalb der Speiseröhre an, wodurch die Ventilfunktion unterstützt wird, sodass der Mageneingang besser geschlossen wird und ein Aufsteigen von Säure verringert wird. Ein Teelöffel mit einem Glas Wasser vermischt, vor dem Schlafengehen eingenommen, kann dem Aufstoßen vorbeugen und Sodbrennen vermeiden. Nummer 6. Apfelessig wirkt bei schlechtem Atmen. Der häufigste Grund für üblen Mundgeruch ist mangelnde Zahn- und Mundhygiene. Nach dem Essen befinden sich Essensreste in den Zahnlücken und den Zahntaschen. Diese werden von Bakterien angegriffen, zersetzt und beginnen zu fäulen und zu gären. Hierdurch entsteht und verbreitet sich sehr schnell ein übler Geruch. Neben einer gründlichen Zahn- und Mundpflege kannst du einen Teelöffel Apfelessig vor dem Schlafengehen einnehmen. Dieser hat antibakterielle Eigenschaften und wirkt keimtötend. Nummer 7. Apfelessig kann Magenschmerzen reduzieren. Magenschmerzen können quälend sein. In einigen Fällen sind diese so stark, dass man nachts kaum durch die Krämpfe schlafen kann. Um eine Magenverstimmung zu lindern, kann einfach vor dem Schlafengehen ein Glas lauwarmes Wasser mit einem Teelöffel Bio-Apfelessig vermischt und getrunken werden. Apfelessig wirkt als natürliches Antibiotikum. Die antibakteriellen Eigenschaften beruhigen den Magen und helfen gegen Blähung oder Verstopfung, die oft Auslöser für Bauchschmerzen sind. Nummer 8. Apfelessig verhindert Verdauungsbeschwerden. Sobald die Verdauung stockt, verlangsamt sich gleichzeitig auch der Stoffwechsel. Um beides wieder anzuregen, ist Apfelessig ein bewährtes Mittel. Die in Apfelessig enthaltenen Säurebakterien wirken sich positiv auf die Darmflora aus, wodurch sich die Mineralstoffaufnahme verbessert. Gleichzeitig befreit Apfelessig den Magen von Fäulnisbakterien. Zur Verhinderung von Verdauungsbeschwerden kannst du einfach vor dem Schlafengehen ein Glas Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig vermischt trinken. Nummer 9. Apfelessig hilft, nächtliche Krämpfe zu lindern. Krämpfe in den Beinen treten oft nachts auf und rauben Betroffenen nicht selten den Schlaf. Die krampfartigen Schmerzen sind häufig Folge von Überlastung oder Anzeichen eines Kaliummangels. Um das Gleichgewicht wiederherzustellen, mische 2 Esslöffel Apfelessig mit einem Glas warmem Wasser und trinke es vor dem Schlafengehen. Nummer 10. Apfelessig senkt den Blutzuckerspiegel. Studien zufolge reduziert Apfelessig nach hochglykämischen Mahlzeiten den Blutzuckerspiegel und reguliert diesen.
Darüber hinaus hilft ein Glas Wasser mit Apfelessig vor der Bettruhe, den Blutzuckerwert zu stabilisieren. Besonders Personen, die an Diabetes Typ 2 erkrankt sind oder eine Insulinresistenz haben, profitieren hiervon. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dich das Thema Apfelessig interessiert und wir dir weitere Anwendungsgebiete vorstellen dürfen, freuen wir uns, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.